Ja, betriebliche Altersvorsorge muss nicht nur ein Kostenfaktor sein, muss nicht nur ein Risikofaktor sein, mit dem sich der Unternehmer unternehmerische Risiken, sei es aus den arbeitsrechtlichen Grundlagen, sei es aus dem Betriebsrentengesetz, sei es aus § 89 VAG, vor dem Hintergrund Versicherer investieren, vornehmlich in Staatspapiere auflädt, sondern betriebliche Altersvorsorge kann eine echte Chance sein, und zwar dann, wenn über die betriebliche Alterssorge Liquidität generiert wird, welche dem Unternehmen zur Verfügung steht, zinsgünstig, langfristig, sicherheitenfrei zur Verfügung steht und vor allem, wenn durch die Effizienz kein Geld fließt an die Versicherung, kein Geld fließt in Staatsanleihen, das eigene Unternehmen, der Arbeitsplatz wird gesichert und gefördert, mit diesem Instrument auch Mitarbeiterbindung betrieben wird. Beides sehr interessante Aspekte.